Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich Siege aus Gilde Nummer 1. Au! Mit dem Blutmond im Hintergrund. Jawohl. Heute Nacht war der Blutmond. Und also beziehungsweise die Mondfinsternis. Mega geil. War schon echt interessant. Wir hatten eine ganz klare Sicht darauf gehabt. Mega cool. So. Ja, jetzt machen wir mal hier unsere Kämpfe gegen Killers Inc. Und dann greifen wir mal hier unten die Kunstinsel an. Und schauen wir mal, was wir da jetzt rausrocken können. So viele Kunstkarten habe ich im Moment nicht, weil ich muss auch noch Backopening machen und so, weißt du. Ja, Problem ist, ich will ja hier die ganze Zeit die Zoidberg-Karte haben, deswegen mache ich die ganze Zeit nichts. Ich muss es mal langsam machen. Also, jetzt fangen wir einfach mal an. Und ihr Kunst Blurnsball. Cool. So, dann fange ich mal an mit Bildhauer Peter. Bildhauer Peter. Dann haben wir hier die Reflections. Na, guck mal hier, du. So, was haben wir da? Kommen wir mal gleich noch in den nächsten Bildhauer Peter. Einer von beiden wird schon irgendwie durchkommen. Ja, das finde ich jetzt allerdings nicht so schön. Muss ich echt sagen. Kommen wir mal hier. Gut, dann gehen wir halt wieder auf Schule. Dann gehen wir halt wieder auf die Schule zurück. Hey. So. Schlimme Tina. So. Ah. Kaboom. Gegen Adrian F72. Ja, Match Nummer 1 gewonnen. Ja, Rylo Zen. 60 FPS sind sie wahrscheinlich nicht. Eher 6 FPS am Start. So. So, Match Nummer 1 gewonnen. Auf, los geht's los. Wer, wen, gegen wen? Gegen wen darf ich denn? Wer ist der Nächste? Who is the next? ETM Bosch. No Mist von Killers Inc. Kommt mit einer Quad-Fused Tina an. Kann ich jetzt halt im Moment noch nicht so richtig beurteilen, was dann daraus entsteht. Kommen wir mal jetzt mal den Bildhauer Peter. Wir fangen wieder mit dem Bildhauer Peter an. Mit der Pre-Combo. Machen wir jetzt mal hier die Lila neben dran. Luis und dann Buda Bu. So, komm, 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 komm. Buro Bu Addict. Ja, Mann! So, und das war's. Kannst du die Flügelmutter machen? Die Flügelmutter Lila. Gegen No Mist. Chang, chang, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Noch 8. So, was ist? Schon wieder, was ist das hier? Aber ich habe auch immer den Bildhauer Peter vorne, ne? Ohne Scheiß. Komm, fangen wir wieder mit dem an. Ja, das zum Thema 60 FPS. Wir sind jetzt hier, glaube ich, bei sensationellen, keine Ahnung, minus 100. So, Bildhauer Peter. Oh, okay. Oh, hier mal den Kleiderschrank neben dran.
Eine Louise. Ja, und da ist er dann auch schon weg. Dann haben wir hier aber. Muss man überlegen. Künstler Roger ist auch eine gute Wahl eigentlich. Benders Clowns, aber auf der anderen Seite auch. Aber so ein Burger ist auch nicht so schlecht, ne? Uiuiui, jetzt muss ich mir langsam was einfallen lassen. Mal fangen wir mal hier mit Peter an. So, uiuiui. Hat er da hinten noch eine Karte gespielt? Nein, das war jetzt schon mal wichtig gewesen, um in das Match jetzt wieder reinzukommen. So, jetzt muss ich mal schauen. Nehme ich hier den Philip J. Fry raus oder nehme ich da vorne die Furzschule für Hochbegabte raus? Ich glaube, der Philip J. Fry macht mehr Sinn, dann kriege ich nämlich auch gleichzeitig noch langer Stab mit scharfem Stein weg. Und jetzt, ja gut, das schafft er auch so. Sechs, zehn macht die dann immer noch. Das reicht. Wunderbar gegen Adrian. Im Nebel. So, der graue Schleier lichtet sich. Fünf Kombos habe ich gespielt. Das ist ja toll. So, weiter geht's. Noch sieben Matches. Gegen Killers Inc. Oh, auf einem Wonderwall Funfair. Fahren wir mit Boban. Uiuiuiui, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das hier machen, dann ist die wahrscheinlich gleich weg. Ich kann auch das da machen. 24, 45. 24, 40 plus dem sind 63 nach einer Runde ist die Künstlerin Tina tot. So, dann kommen wir mit der normalen Tina. Und dann haben wir die schlimme Tina. Und dann haben wir das Match gewonnen. Mit Kostüm, Schule auf der Kunstinsel. How many matches are left? Six. How many matches are left? Six. Just six. Just six. So, dann haben wir Christopher von Killers Inc. Gegen den Christopher. Oh, und das mit der Tom Landry Middle School. Das Ding ist gelaufen. Ja, sie ist da. So, dann machen wir hier noch die Big Schule, den Big Schule. Kommt jetzt hier noch der Mr. Deliver. Und dann ist Christopher auch schon zerstört. Destroyed, man. Let's get ready to siege. Noch fünf Stück. Aber Killers Inc. auch mal sowas von bekämpft. Adrian F72. Oh, das war der, wo es ein bisschen schwieriger war. Also, er hat nur ein Single. Okay. Kommen wir erstmal in der Stuffing Academy raus und dann gucken wir mal. Ich könnte jetzt verschiedene Sachen machen. Ich könnte das machen, das würde wehtun. Ich könnte aber auch das machen, das macht, glaube ich, dem dann noch mehr weh. Spätestens in Runde 2 hat er ein Problem. Aber ich spiele jetzt hier mal den Bob. Zwei
20 Schaden macht er. Nee, komm, Baby, mach mal ein bisschen anders da. Mach mal so. Uiuiui. Jetzt muss ich mir aber trotzdem was einfallen lassen, weil. Jetzt macht's Kadaboom. So. This was. Nächstes Match gewonnen. Noch vier sind offen. Gegen Godman. Godman kommt mit einer Double Fused blauen. What? Hey Baby, du hast hier ein. Godman, du hast eine 13er Tina und du kommst mit so einer Rotze da raus? Ist das dein fucking Ernst? Ehrlich, wahr? Okay. Oh, Denkeräffchen. Ja, jetzt muss ich mir natürlich was einfallen lassen, weil der Denkeraffe jetzt in der Situation hier. Aber der ist in Blau, Leute. Der ist in Blau. Was ist das? Das ist in Blau. Denke Affe. So, Godman. Hey Baby, Godman. 13er Tina, da benutzt man keine blauen Karten mehr. Ohne Scheiß. Nimm die. Nein, ich gebe dir keine Tipps. Du kommst zu uns. Kannst du was lernen. So, keine blauen Karten mehr, ehrlich, ohne Scheiß. Du bist 13er Tina, bist du kein Anfänger mehr, Mensch. So. So, Sominus. Was? Seminaski. So, dann fangen wir an hier mit dem Bob. Jo, dann machen wir gleich mal die Lila hinterher, ne? Nicht? Nicht? Jetzt haben wir diverse Möglichkeiten, was wir dagegen tun können. Ich entscheide mich jetzt mal für diese da. So, und jetzt nehme ich diese da mit hinzu. Der nächste, die gleiche Dame. So, und dann dürfte jetzt aber langsam aber sicher mal hier das Feld frei werden. Jetzt kommen wir noch mit dem Ballmädchen. Seminaski. Weg. Auf die Hände. Noch zwei. Dann haben wir es geschafft. Dann ist dieser Siege hier vorbei. Adrian F72 nochmal von Killers Inc. Der kommt mit einem Kleiderschrank. Jetzt kann da natürlich, jetzt können da ziemlich viele unterschiedliche Sachen daraus resultieren, die alle sehr, sehr schmerzhaft sein können. Deswegen fange ich jetzt einfach mal mit dem Bildhauer Peter an und hoffe, ja, brauche ich nicht mehr zu hoffen. So, jetzt bin ich damit durch. Und da kann ich froh sein, dass die Lila nicht drauf gespielt wurde zwischendrin. Und jetzt mache ich hier hinten mal die Tina hin. Jetzt kann ich ganz entspannt, kann ich das Ding hier zu Ende runterrocken. Weil es ist jetzt gelaufen. Jawohl, Adrian F72. Eins haben wir noch. Come on, Baby. Come on, Baby. Come on over, Baby. Teddy. Teddy. Vierer Revanche. Teddy. So, dann machen wir hier Reflections.
Fangen wir wieder mit dem Bildhauer Peter an. Autschen. Dann brauchen wir hier eine Tom Landry Middle School. Jetzt muss hier aber was passieren. So. Und dann ist Teddy dann. So. Teddy haben wir besiegt. Ja, Mann! Yippie! So. Geilo. Das war eine glatte 10er-Runde. Wie schaut's denn hier aus? Whoops! 46 haben bei denen gekämpft. Okay. Wir haben noch ungefähr 40 Minuten. Bei uns bis jetzt Manu Baya, Manuel K., Wurf 13, Natinate, Hergleich, The King, Dietronic, Omar J., Dennis, Chris, Exame, Robert, Junket, Cuddly, A., Tipicolada, Henny, Amir Palang, damit haben 18 eine glatte 100. Mimo, Brian XD, Burger Boy, Tularis, Spider, Lord Edo, Bounty Alessio, 91, Il Guru, Krankus, Jesse, ASDFGH, Kings, Topdas, Runowski, Thomas, Cookie, Apokalyptika, Strommi, Ulrike K., Gecko Moria, Michael, Eat Fresh Food, Gamer Guy, Der Pate, Enska, Sean, G, Olli Z, Brownie, Teglis. Jo. Damit haben wir, wie viel waren es jetzt? 47 aktive bis jetzt? Und dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.